den Trank nutzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht dran. Warum? Das könnte eng werden. Das hast du schon mal gesagt. Du musst die Verteidigung wieder auf 1 rücken. Um 1 senken. Tackle. Ja. Ja, das war's jetzt. Adios, Adios. Level 9 sind wir jetzt auf jeden Fall. Wenn nicht sogar schon Level 10. Ladevorgang. Ladevorgang? Oh ne, das war doch nur da zum Erholen. Was passiert hier? Ich habe verloren. Ich habe verloren? Wie meinst du das? Das war's dann wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mir den Arenaleiter von Erzeling vor. In Erzeling vor. Aber davor muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Und so weiter und so fort. Ja, das lief doch relativ super. Besser als ich erwartet hatte. Auch wenn wir ein ziemlich offensives Team haben. Aber Staralili muss ich... Stella muss ich ja derzeit noch gar nicht einsetzen. Das ist ja unsere Damage-Maschine schlechthin. Bin ich froh, wenn die Entscheidung mal so ein richtiger Elektro-Attacker hat, so ein Donnerbiss oder so. Was macht Ladevorgang? Stärkt das jetzt nur Spezialwert oder? Oh. Lädt Energie für kommende Elektroattacke auf, erhöht die Spezialverteidigung. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass das den Spezialangriff steigert. Hallo, wusstest du das? Das Pokémon, das oben links in deiner Teamliste steht, erscheint als erstes im Kampf. Wer hätte das gedacht? Na, ernsthaft. Schauen wir mal hier. Zack. Was gibt es denn? Ein Bidiza. Nun ja. Nett. Trifft es hier wahrscheinlich nicht so ganz. Komm. Irgendwas Neues bitte. Also irgendwie wollen die nicht kommen. Also zumindest will hier nichts Neues kommen, habe ich das Gefühl. Okay, ich habe das Gefühl, hier gibt es immer noch dieselben Pokémon. Auf jeden Fall, was ich im Gegensatz zu Soul Silver schon bemerkt habe, der Weg zur ersten Arena ist deutlich länger als umgekehrt. Achso, hier geht's. Oh. Sehe ich das auch? Das ist fürs Item da. Ich bin so voller Energie. Meine Pokémon geben mir Kraft. Tun sie das, ja? Bidiza. Sei nichts, wenn du meine Pokémon siehst. Shabam! Oh! Oh, Hauawa! Das nenne ich ein durchschlagendes Ergebnis, definitiv. Was? Flügelschlag? Mit Level 9? Okay, das finde ich gut.
Flügelschlag mit Level 9, das ist echt extrem geil. Ich hätte jetzt eher mit Windstoß oder sowas gerechnet. Blubbel. Blub, blub. Der Schaden ging nochmal besser. Nochmal bitte. Blubbel. Blubbel. Passt doch. Ich müsste mal gucken, wie viel Schaden Fund macht. Ja. Fund macht deutlich mehr Schaden. Nein. Wenn es eins gibt, was ich neben Paralyse richtig hasse, dann ist es Schlaf und Verwirrung. Das geht so gar nicht. Aber irgendwie so eine Art Psycho-Pokémon hätte ich dann doch gerne im Team. Ich mag Psycho-Pokémon irgendwie. Die habe ich irgendwie gefressen. Pokéball. Ja, das ist doch gut. Das ist doch super. Pokéball geht immer. Da oben ist noch ein Item. Wir sind immer zusammen. Ich zeige dir, wie... was wir für eine Freundschaft haben oder so. Ich habe da viel zu schnell gerade geklickt. Ich muss mir das mal angewöhnen. Sehr purze. What? Was zum Teufel ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Oh verdammt, ich habe immer noch... Na gut, das wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen. Weicher. Flügelschlag mit Level 9. Das ist übertrieben. Mir ist schlecht. Oh ja. Das kann ich verstehen. Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Lieber. Ich wollte es auch nicht glauben, dass man schon Flügelschlag hat, aber scheinbar ist das hier das Normalste der Welt. Wenn ich das besiege, dürfte meins Level up sein. Strecke mir. Knochen knacken lassen hier. Wie viel macht Luba jetzt? Das will ich jetzt machen. Ja. Blub, 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 blub. Gut, ich denke, es macht beides irgendwie gleich Schaden. Zumindest sieht das so aus. Level 10. So. Dabei ist der Spezialangriff wesentlich höher als der normale Angriff. Naja. Shit. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Tja, komische Geschichte. Bidiza. Was habt ihr alle nur mit eurem Bidiza? Nee, nee, nee. Blubbel. Ja, ich sag Blubbel. Statt Blubber, Blubber. Statt Blubber sag ich Blubbel. So. Statt Blubber. Ist heute schon ein langer Tag, ne? Knosp? Boah, wie gern würde ich da jetzt starten. Ich kann, das ist ja noch gar nicht Level 10. Ich kann das ja.
Ich bin gespannt, was aus Shinux wird. Ich hatte Shinux noch nie im Team. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so eine Ahnung, zu was das wird. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende stark ist oder nicht. Genauso wie Stravalini. Ich bin eher so der Typ, der nimmt eher diese Standard-Klassiker. Angriff ist das Stärkste von dem. Natürlich kriege ich jetzt wieder einen Staralini vor dem Gesicht geworfen. Luis! Bitte! Zeig ihm die Power von dir. Tackle ihn in die Walachei. Ein kräftiger Tritt nach vorne und Shabu. Das war doch super. Sowas will ich immer von dir sehen, liebe Luis. Aber dass ich dann wirklich auch noch so ein Shinux mit Bedroher kriege, ich dachte schon, ich muss die Rivalität behalten. Das war jetzt glückliche Fügung, würde ich sagen. Shit. Oh, du bist schon fertig? Ja, volle 9 abgeräumt. Tausch. Ich würde sagen, wir holen uns irgendwie noch ein Level up durch ein wildes Pokémon. Da sind wir nämlich Level 10. Haben wir schon mal 10% vom ganzen Level erreicht. Okay, der war jetzt nicht so gut, ja. Ich geb's ja zu. Der Damage kommt, aber das kann auch wahrscheinlich wegen dem Level-Unterschied sein. Ich weiß nicht, gegen so ein Staralini Level 9 würde ich jetzt nicht mit Shinux antreten wollen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu heikel. Aber, naja. Derzeit ist es ja. Und solange es passt, was soll es? Beklagen kann ich mich auf jeden Fall nicht mehr. Außer, dass ich jetzt keinen Allrounder mehr habe, sondern eher ein offensives. Ein Kampf, so kann ich sehen, ob ich für eine Arena-Herausforderung bereit bin. Bist du dir da ganz sicher? Oh oh. Ja, Ach, hollo. Dass ich schon mal einen Bedroher drauf habe. Ich wechsle doch dann lieber zu Stella aus. Macholo, da bin ich vorsichtig bei sowas. Also, ich weiß, wie heftig Machomai sein kann. Macholo macht da keine Ausnahme. Das Blöde hier jetzt an dieser Edition ist, ich kann nur Pokémon nehmen, die man nicht durch Tausch entwickeln kann. Weil ich nur diese eine Edition zur Verfügung habe. Ich kenne auch niemanden, der Platin oder irgendwie sowas hat. Irgendwie habe nur ich Diamant. Erst ab dem nächsten, da kann ich wieder ans Tauschen denken. Aber hier ist das gerade so ein bisschen, ich nenne es mal knifflig. Achso, da ist der weiter. Ich habe gerade gedacht, wo geht's denn dann hier weiter? Ich habe die Höhle erst gar nicht gesehen. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzeling-Arena. Jetzt will ich aber sehen, was für Pokémon du hast, meine Liebe. Staralini. Okay, gegen einen Erzeling-Gesteinstrainer. Sehr witzig. Vor allen Dingen Level 5. Gib's zu, das ist aus Plastik. Gib's jetzt zu, dann kriegst du nur die halbe Strafe. Shaboom. Ich muss sagen, dieser holprige Start mit den beiden war es irgendwie wert. Wenn ich jetzt sehe, wie die hier abgehen, dann ist das doch eine gute Verbesserung, finde ich. Tada.
Tackle. Alter, machen die einen Schaden. Ob ich jetzt einen Tweet brauche? Ich würde sagen, ja. Was sagt ihr? Ja. War ja eigentlich abgesehen. Aber egal.